Hallo, meine Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Video von mir. Und zwar habe ich einen Haul für euch. Ja, ich war im Action und ich war dreimal im Action. Darum wundert euch nicht, dass es so viel ist. Es sind drei Einkäufe. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, sie abzufilmen. Und darum habe ich jetzt alles zusammengeschmissen. Und ja, daraus ist dann ein kleiner Berg geworden. Ja, aber ich werde jetzt einfach mal anfangen, denn wie gesagt, es ist einiges zusammengekommen und ich habe schon wieder so ein, zwei neue Sachen entdeckt. So, ich fange jetzt einfach mal vorne an und zwar habe ich so ein Plastikbesteck mitgenommen, das kaufe ich immer wieder mal. Wenn es nicht mehr schön ist, dann wird es halt weggeschmissen. Ich weiß, Plastik ist nicht so dolle für die Umwelt, aber ja, für meine Enkeltochter ist es gerade richtig. Sie lernt da gerade mit Messer und Gabel essen und die Löffel sind auch ganz schön. Aber wie gesagt, ne, irgendwann ist es dann auf. Es ist aber jetzt erst das erste Mal, dass ich die gekauft habe. Und ich denke, die werden auch ein bisschen helfen, halten. Also bitte nicht wieder schimpfen. Die werden natürlich erstmal ausgiebig benutzt. So, ihr hört, ich bin schon wieder ein bisschen verschnupft. So, dann habe ich gefunden und ja, fand ich irgendwie ganz interessant. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfange. Und zwar sind das Dekostoffe in der Größe, ich würde jetzt mal sagen, so grob geschätzt. Moment, würde ich jetzt mal sagen 10x10. Okay, 7x7. Und zwar haben wir hier ganz viele verschiedene Stoffe. Mal mit Muster, mal ungemustert, aber die passen alle super schön farblich zusammen. Und ich habe mir gedacht, die kann man bestimmt auch irgendwie mal zum Karten dekorieren oder so verwenden. Oder einfach mal um eine Schleife draus, was weiß ich, irgendwas draus zu stanzen. Also die mussten einfach mal mit. Die haben gekostet, lasst mich nicht lügen, ich glaube 54 Cent. Ich habe leider nicht alle Preise. Ja, da mir ein bisschen was am Kassenzettel gefehlt hat. Aber ich meine, die haben 54 Cent gekostet. Genau, die habe ich. Dann habe ich gekauft in der Weihnachtsabteilung. Also es ist jetzt alles gemischt, darum egal. Diese Zuckerstangen. Dieses Jahr habe ich mich entschieden, wird es wieder ein ganz klassischer Tannenbaum. In den klassischen Farben Rot, Grün, Weiß. Und ich möchte dieses Mal wirklich Zuckerstangen. Darum habe ich 24 von diesen tollen Zuckerstangen gekauft. Ich bin sehr gespannt, wie oft meine Enkeltochter und meine Kinder da was gemopst haben. Aber gut, dafür ist es ja da. Ich glaube, die haben 1,99 € gekostet. Ja. So, dann habe ich gekauft mir nochmal in der Weihnachtsabteilung das letzte Set. Ich habe euch ja schon welche davon gezeigt. Und zwar habe ich euch den Weihnachtsmann und die Rentiere gezeigt. Genau. Und ich habe mir jetzt nochmal die Schneemänner mitgenommen. Die kosten 99 Cent. Da sind zwei Stück drin. Und zwar in verschiedenen Größen. Ein großer, ein kleiner. Und es gibt auch noch ein viertes Set, das ist ein Wichtel. Genau, den habe ich aber nicht mehr bekommen, aber den Schneemann, den wollte ich unbedingt noch haben. Ja, dann habe ich noch mal mitgenommen, oh, wie gesagt, meine Nase ist ziemlich verstopft, also nicht wundern, wenn ich ein bisschen nuschel. Von diesen Moosgummi. Oh, Entschuldigung, von diesen Moosgummi-Stickern. 96 Cent. Hier einmal das Alphabet, einmal diese Formsticker und einmal die Zahlen. Die habe ich noch einmal mitgenommen. Die kommen in ein Tauschpäckchen. So, und dann habe ich entdeckt, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal irgendwo gesehen habe. Also für mich waren sie neu. Und zwar habe ich diese tollen Buchstabensticker entdeckt. Und das sind so, ja, Chipboard, ne? Ist ein bisschen,
Hier ist zum Beispiel, das ist Gold und das ist so, seht ihr das? Genau, das ist so gebürstet. Hier haben wir so, ja, so ein, kann ich euch gar nicht sagen. Das sieht aus wie schwarzes Leder. Hier haben wir wieder so ein Pünktchen, fast Pünktchenmuster. Und hier auch, genau, die habe ich mitgenommen. Da habe ich jetzt 5 Stück, davon kommen aber auch welche in eine Tauschpost und die kosten 68 Cent. Und das ist scheinbar eine neue Firma, Craft Universe nennt sich das. Und davon sind diese und auch diese Moosgummi-Sticker. Genau. So, dann habe ich mitgenommen, oh, und die sind so, so schön. Aus der Werbung Lounge Socken. Ganz tolle, dicke Socken. Und die sind ganz kuschelig weich. Also die sind richtig schön. Und die haben gekostet 2,98 Euro für 3 Paar. Aber wie gesagt, die sind so schön weich. Ja, für den Winter, ne, brauchen wir dann mal ein paar Socken. Und ich kann ja nicht so schnell stricken, dass ich, ja. So, dann habe ich in der Kinderabteilung etwas entdeckt. Und zwar diese Puffy-Sticker. Und ja, wie gesagt, eigentlich bin ich ja kein großer Sticker-Fan, aber die fand ich so niedlich. Hier mit den Teetasten, Teekanne, Muffin, also alles, was so, ne, auf den Kuchentisch gehört. Total schön. Dann haben wir das hier, alles zum Thema, jo, Big Best Friends oder Best Friends Forever, wie auch immer hier. Dieser Blitz, eine Erdbeere, Nagellack, Lippenstift, ja, richtig schön. Disco-Roller und dann einmal für die Jungs, darf natürlich auch nicht fehlen, der Zauberwürfel, Skateboard, Pizza, ja, fand ich auch richtig niedlich und die haben gekostet, oh, habe ich gar nicht aufgeschrieben, habe ich das denn aufgeschrieben, hallo, also die haben gekostet, lasst mich nicht lügen, ich glaube 54 Cent oder 58 Cent, weiß ich jetzt nicht genau, kann ich euch nicht genau sagen, doch 59 Cent, genau. So, dann habe ich auch in der Kinderabteilung noch gefunden und die musste ich auch einfach mitnehmen, weil ich die so toll fand und zwar diese. Das sind Regenbogenstifte und die sind nicht nur von außen Regenbogen, sondern ihr seht das vielleicht hier so an der Mine. Die sind auch von innen Regenbogen und zwar in verschiedenen Farben. Der erste ist blau, rot, gelb. Der zweite ist grün, blau, gelb. Dann haben wir pink, orange und rosa und orange, pink und blau. Genau. Und davon habe ich 3 Stück mitgenommen. Ich dachte mir, da lasse ich mir mal einen kleinen Basteltipp zu einfallen. 98 Cent kosten diese, wie man den Stift vielleicht noch ein bisschen verschönert. Und dann kommen diese auch in die Tauschpost. Genau. So, dann habe ich mir mitgenommen in der Weihnachtsabteilung. Habe ich wieder etwas gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Für mich war es neu. Und zwar so ein 3D-Formpuzzle nennt sich das. Das sind so Schaumstoffteile. Die sind vorgestanzt und die steckt man dann einfach nur zusammen. Und da habe ich mir einmal diesen Zug mitgenommen, weil ich den einfach total klasse finde. Für 1,49 Euro. Und dann habe ich mir einmal dieses Knusperhäuschen mitgenommen. Das fand ich auch richtig schön. Und ja, und dann werden wir wohl die nächsten Tage mal anfangen, Weihnachtsdeko zu basteln. Eventuell erstmal die ganzen Sachen vom Action zusammenbauen. Und. Ja, die werde ich dann hier oben in meinem Zimmer lagern, bis ich sie dann brauche. Genau, so, dann habe ich in der Weihnachtsabteilung noch entdeckt, diese süßen Sticker, 150 Sticker, Christmas Sticker, genau. Diese Motive sind drin. Ja, ich habe mir gedacht, einfach um mal
wenn man eine Tauschpost oder so verpackt hat, so einen kleinen Sticker drauf oder einen Briefumschlag, einfach so einen kleinen Sticker drauf. Ja, sieht schon ganz nett aus. Und die haben gekostet 69 Cent. Genau. So, dann habe ich in der Verpackungsabteilung etwas entdeckt, was für mich auch ganz neu war. Und zwar diese Gift-Tags, also Geschenketiketten. Und ja, hier haben wir einmal diese Variante. Das ist so eine Wolke, da steht drauf For You und unten jo, baumeln dann drei Sterne. Und die fand ich echt süß. Und dann habe ich noch einmal diese Variante mitgenommen. Die schaut so aus. Da steht drauf With Love und hier unten ist so eine Quaste dran. Genau, und die haben gekostet 74 Cent. Es gab noch einige andere Motive. Ich glaube, ich habe auch noch ein drittes, aber jo, schauen wir mal. Wird sich dann finden. Genau, also die durften auch mit und wie gesagt, da gab es auch noch ganz viele andere Motive. Die sind in der Verpackungsabteilung, da wo Geschenkpapier und so rumliegt. Genau. Dann habe ich mir mal diese Klebeetiketten mitgenommen. Da wollte ich mal was mit ausprobieren. Und ja, wenn das funktioniert, dann werde ich euch natürlich zeigen, was ich damit gemacht habe. Die kosten 35 Cent. So, was habe ich denn noch? Genau, dann habe ich in der Kinderabteilung diese tollen Portemonnaies entdeckt. Und die fand ich so toll, dass ich da gleich mal welche von mitgenommen habe. Drei Stück. Ich meine aber, ich hätte noch ein viertes gehabt. Aber naja, auf jeden Fall sind das solche Klammerportemonnaies. Die kann man hier so aufklammern. Und dann kann man zum Beispiel Kleingeld oder so reinmachen. Die fand ich total niedlich. Und zwar habe ich einmal diese grüne Variante mit dem Alpaka. Und dann diese weiße Variante mit dem Alpaka für 59 Cent. Und einmal diese Flamingo-Variante. Ja, fand ich einfach total niedlich. Und ich habe mir gedacht, auch für Tauschpost, wenn man da vielleicht noch so ein paar Glitzersteinchen oder so reinmacht, ist das auch mal ganz schön. So, dann musste mit, nicht weil ich sie gebraucht hätte, sondern weil ich sie einfach total niedlich fand. Ich kaufe immer mal wieder gerne diese Mappen. Und schaut euch das mal an, die fand ich so toll. Wie gesagt, eigentlich hätte ich sie nicht gebraucht, aber ich fand sie so schön. Darum durften die mit, einmal dieses für 87 Cent, so niedlich. Und einmal dieses, schaut mal, ups. Ja, auch total süß. Die beiden durften auch mit, wie gesagt, nicht, weil ich sie gebraucht hätte. Aber man hat ja immer irgendwas, was verstaut werden muss. So, dann habe ich mir noch mehr Socken gekauft und zwar 7 Paar für 3,69 €. Und da sind diese, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, so ungefähr. Also es sind 7 Paar Socken mit verschiedenen Mustern. Alle in Grau und Rosa. Genau. Fand ich ganz schön, darum durften diese mit. So, was habe ich denn noch? Genau, dann habe ich noch in der Schreibwarenabteilung diese Sets entdeckt. Ja, sie sind sie neu? Ich weiß nicht. Also ich habe sie schon 2-3 Mal liegen sehen, habe sie aber nicht mitgenommen. Aber heute habe ich sie dann mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, die sind auch, sind für Tauschpost auch eigentlich auch ideal. Man hat, wir machen mal eins auf. So, man hat einmal die Verpackung. Dann haben wir hier einen Kugelschreiber. Ein Lineal, und das brauchen wir ja alle immer. Dann haben wir hier einen Spiegel. Interessant. Ja, einen Spiegel. Dann haben wir 2 Bleistifte. 2 Paperclips, die finde ich auch richtig cool. Und wir haben ein Radiergummi hier zum Beispiel in Pferdchenform. Genau.
Davon habe ich mir 4 Stück mitgenommen. Wie gesagt, finde ich total klasse für Tauschpost. Da packt man einfach so ein Päckchen ein. Das ist total niedlich und da ist schon alles drin, was man so gebrauchen kann. Vor allem finde ich den Spiegel ja cool. Muss ich ja zugeben. Genau. Das. Und die kosten 99 Cent. Ja, da habe ich einmal diese Variante. Und dann habe ich einmal diese Variante. Da haben wir hier zum Beispiel ein Paperclip. Und der Radiergummi ist so ein Diamant. Ja, und auf dem Spiegel steht Be so good, they can't ignore it. Ja, super. Dann habe ich diese Variante. Da haben wir das Ganze so, ne? In Leo-Form. Der Radiergummi ist ein kleiner Löwe. Moment, die Paperclips liegen natürlich beide verkehrt rum, damit man sie auch ja nicht sehen kann. So, was haben wir denn da? Ach so, hehe. Prove them wrong. Und dann haben wir natürlich den Spiegel und den Kugelschreiber. Ja, und die Variante hatten wir schon. Genau, das Ganze kostet 99 Cent und wie gesagt, ich fand es super. Zum Weiterverschenken. Ja, dann habe ich in der Weihnachtsabteilung noch diese Glocken gekauft. Die fand ich auch total niedlich. Und zwar sind das einfach Glöckchen in verschiedenen Größen. Hier unten sind so ne, ganz kleine, oben sind ganz große. Und man hat gleich Bänder dabei, wo man sie mit befestigen kann. Entweder an irgendwas Gebastelten, an einer Karte oder ja, an einem Geschenk, wie auch immer. Und die haben gekostet, ich habe den Preis nicht, aber ich meine 89 Cent oder irgendwie so um den Dreh. Ja, dann habe ich noch einmal von diesem Washi-Tape mitgenommen. Ich finde die Verpackung einfach so gelungen. Aber das ist auch nicht für mich. Das kommt auch in eine Tauschpost. Und die kosten 1,95 €. Genau, die anderen Varianten habe ich euch ja schon in einem anderen Vlog gezeigt. So, was haben wir denn da noch? Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Ja, ich habe einen Fackelstock gekauft. Da finde ich zum Beispiel auch hier diese Kuh, die Birne hier vorne richtig cool. Da braucht man wirklich keine Sorgen zu haben. Moment, wir packen den mal kurz aus, denn ich zeige euch mal ganz kurz. Also wir haben hier jetzt nicht diesen typischen Fackelstock mit hier der Batterie, sondern wir haben hier einen, na, da, einen LED-Fackelstock. Genau. Also ich finde es total praktisch. Man braucht nicht wieder groß Batterien kaufen, weil die hier behalten die Batterien viel länger. Man hat hier eine flexible Schnur, wenn nötig, sogar verlängern kann. Und wir haben eine richtig coole LED-Beleuchtung. Ja, fand ich total cool. 99 Cent. Gab es auch noch in Blau, aber ist ja für mein Mädchen. Da müssen wir dann auch noch eine Fackel basteln und eventuell nehme ich euch dann mit. So, dann habe ich noch etwas entdeckt und das fand ich auch richtig cool. Und zwar in der Kinderabteilung. Und zwar diese beiden Malbücher. Einhorn-Zeichenblock nennt sich das Ganze. Ich knister euch das mal ganz kurz hier vor und zeige euch mal, was das genau ist. So. So. Also, wir haben hier so einen Block und erstmal haben wir hier eine tolle Ringbindung und hier haben wir dieses Schütteleinhorn. Na? So, und dann haben wir hier vorne erstmal das Einhorn. Wenn wir weiter, dann haben wir hier diese Prinzessin, noch eine Prinzessin oder besser gesagt noch. Dann haben wir das Einhorn, ein schlafendes Einhorn, oh, ein krankes Einhorn.
Genau, also wir haben hier, ne, einmal diese. Da haben wir ein Cupcake mit Einhorn. Noch ein Einhorn. Genau, da haben wir diese ganzen Einhörner. Ja, fand ich total schön. Und hier haben wir halt dieses Schüttelelement. So. Und dann haben wir Sticker. Und schaut euch mal an, wie schön diese Sticker sind. Also dafür hat es sich schon gelohnt, diesen Block zu kaufen, weil ich finde diese Sticker traumhaft schön. Ihr seht das, die sind so, oder seht ihr das überhaupt? Die sind so metallisch und dann sind hier ganz viele Einhörner, ein Narwal, Augen, also richtig toll. Und dann haben wir nochmal Motive. Und diesmal ohne dieses Loch und dieses Einhorn. Dieses Horn. Und zwar richtig tolle Hintergrundmotive. Wenn man die richtig schön koloriert hat, hat man ein ganz tolles Hintergrundpapier. Hier auch. Hier kann man zum Beispiel die einzelnen Tiere ausschneiden. Hier haben wir wieder ein Hintergrundmotiv. Ja, da habe ich mir gedacht, man koloriert einfach das, was man haben will, schneidet es eventuell aus. Also fand ich richtig toll. Und ja, hier, das ist doch ein super süßes Motiv. Ja, richtig schön. Darum durften die mit. Und zwar habe ich das einmal als Einhorn-Variante für 1,99 €. Und dann habe ich das Ganze einmal als... Knister als Meerjungfrauen-Variante. Da haben wir hier auch wieder dieses super schöne Schüttelelement und dann kommen halt wieder diese Bilder, wo dann immer die Flosse zupasst. Okay, die würde man eventuell nicht benutzen können, aber man könnte ja die einzelnen Teile kolorieren und einfach ausschneiden. So, genau. Und dann kommen wieder Sticker und schaut euch das mal an. Die sind doch, also ich finde die Sticker so schön. Die hätte ich auch gekauft, wenn es ein Stickerbogen gewesen wäre, weil die finde ich einfach echt mega schön. So, und dann kommen wieder diese Motive. Hier diese... Diese Katzen, die sind so klasse. Oder hier hat man wieder ein tolles Hintergrundmotiv. Genau. Hier die Krebse. Nur die Krebse kolorieren und ausschneiden. Richtig schön. Und dann haben wir noch einmal das. Ja, und hier die Pappe, ne? Richtig schöne feste Pappe. Kann man dann gleich als Albumcover verarbeiten. Genau, also die durften noch mit für 1,99 €. Fand ich ganz schön. Mal schauen, was wir daraus zaubern. So, und dann habe ich mir mitgenommen, ich glaube, genau, der ist nicht von Action, sondern der ist von Aldi. Da war ich auch noch kurz. Und zwar ein Fotokalender. Mein Mann ist ja Hobbyfotograf und fotografiert ganz gerne und ja, mein Auftrag war jetzt, ich brauche 12 Bilder von dir, die du dieses Jahr geschossen hast, die dir gut gefallen, damit ich diesen Kalender gestalten kann. Genau, das ist unser Kalender für 2020. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Reihen. Das passt perfekt, um alle Termine einzutragen. Ja, fand ich ganz schön passend für viele Formate, zum Beispiel 9x13, 10x15 und 13x18. Ja, richtig cool. Der durfte mit und der hat gekostet 2,99 € beim Aldi. Und beim Aldi habe ich auch noch gekauft diese Lackmarker. Und zwar einmal in Rot und Grün und einmal in Gold und Kupfer. Ja, da gibt es jetzt im Moment wieder im Angebot so Geschenkverpackungen und Grußkarten und da waren dann auch diese Stifte. Und ich fand diese Farben mal, ja, mal was ganz anderes. Da kann ich euch leider nicht sagen, was die gekostet haben.
denn ich habe keinen Kassenzettel. So, und dann habe ich beim Aldi noch mitgenommen, nämlich beim Aldi gar nicht mal, beim Action noch mitgenommen, diese Versandkartons, die habe ich ja schon ein paar Mal gekauft, die kennt ihr auch, A4 Größe, genau, die brauche ich auch, um meine Tauschpost zu verpacken, damit ich endlich meine Päckchen verschicken kann. So, und zu guter Letzt habe ich mir dann dieses Set mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also, hier könnt ihr lesen, was es ist. Es ist ein Badebombenmacher. Und zwar für 10 Badekugeln. Also, na, hier, mixen, verschönern, pressen und dann hat man Badekugeln. Und das fand ich so toll, weil wir haben bald Weihnachten, dass ich dieses Set mitnehmen musste. 5 Baking Soda, 5-mal Citric Acid, ja, einmal Tube. Ja, also es ist alles drin, hier die ganzen Zutaten, um daraus 10 Badekugeln zu fertigen. Und das werde ich natürlich auch tun. Jo. Und ich denke, falls euch das interessiert, jo, dann machen wir das zusammen. Ist bestimmt ganz lustig und jo. Also, solltet ihr Interesse daran haben, zu sehen, wie das funktioniert und was alles drin ist. Ach so, das Set kostet 8,95 €. Dann schreibt mir das in die Kommentare, dann mache ich das natürlich gerne mit euch. Denn ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. Ja, und man hat gleich wieder ein gutes kleines Goodie oder ein kleines Geschenk für Weihnachten. Ihr Lieben, das war's. Das war mein Action-Einkauf. Ihr habt gesehen, es ist doch ein bisschen was zusammengekommen. Aber es waren ja nicht nur Bastelmaterialien und es war auch einiges dabei, was in eine Tauschpost kommt. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video schaut. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!